Assalamualaikum, was geht ab? And moin, moin, my friends, Digga, was geht ab, Digga? Ich dachte mir, heute ist Freitag, heute kam das Album von Ezhel und Murder raus, von meinen beiden türkischen Bres. Und dann dachte ich mir einfach mal, Aybek, mach's einfach eine Albumreaktion. Was sagt ihr? Du? Halt die Fresse, Digga. Wenn euch das Format gefallen sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, welches Album ihr als nächstes vielleicht haben möchtet. Ich werde wahrscheinlich zwar eher Alben nehmen, die immer neu rauskommen, aber es kann auch sein, wenn mal wochenlang nichts Gutes rauskommt, dass ich irgendwas etwas älteres, jetzt kein Album von 2012. Aber so läuft der Hase, Digga. Ich wünsche euch viel Spaß und wir kommen direkt zum ersten Song. Üstüm başım hala leş, harbi Anadolu flex, taside çalar neşet, baba üstüne yazarım rap, yaktım beni. Anadolu flex ist halt so eine Sache. Der Style ist okay eigentlich. Der Song, ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall keiner meiner Favoriten des Albums. Deswegen muss ich leider die Bewertung an dieser Stelle mit einer 7 von 10. 7 von 10 ist meine Bewertung, Digga. Wenn jemand was dagegen hat, dann ist mir egal. Es ist immer nur meine Meinung. Es kann auch sein, dass ihr ein Lied geisteskrank findet und dass ich es gar nicht feiere. Es kann auch sein, dass ich ein Lied geisteskrank finde und ihr es gar nicht feiert. Das ist Musik. Musik ist Geschmackssache. Ich erzähle euch einfach, wie mein Geschmack ist. Der zweite Song ist Eier. Eier ist ein Song, der sehr viral gegangen ist. Ein Song, der auch bei mir in der Playlist durchgehend lief, auf jeden Fall die letzten Monate. Deswegen bekommt Eier von mir einfach ganz locker und easy eine 10 von 10. Cümle alem, alem. Ne konuşur halen, belli suç var vurur neye istinaden. Ne yaparsan yap, yaptın zaten madem. Eine sehr geile Hook meiner Meinung nach, aber die Parts, ja, also das Lied ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ob das jetzt ein Lied ist, was ich mir dauerhaft geben würde, ob ich es in meine Playlist tun würde, ist halt fragwürdig. Deswegen gibt's von mir 6 von 10. Yaram, çok yaram, derin, çok çektik, duman, 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 duman. Es ist ein Song, der vielleicht von vielen gefeiert wird, kann ich mir wirklich vorstellen. Aber für mich und meine Playlist ist es, glaube ich, eher schwierig bei Dummern. Ich bin gerade am Überlegen zwischen 5 und 6. Aber weil ich Murder und Ezhel echt feiere, entscheide ich mich für 6. 6 von 10 für Dummern. Tico, we made it. Hey. Ain't no monster. Wow. Tico, we made it. Yeah. Hey. Made in Turkey, der Song heißt ja auch wie das Album. Also das Album heißt ja Made in Turkey. Und es ist ein Song, kann man rocken auf jeden Fall. Von mir gibt es 8 von 10. 8 von 10. Kalbine başka bir insan. Bugüne değil kısmet. Sonraki hayatında gel. Bir sonraki hayatımda gel. Bir sonraki hayatımda gel. Bir sonraki hayatımda gel. Ist auf diesem Album auf jeden Fall mit Abstand. Also was ist, nein, Abstand ist zu übertrieben. Aber ist auf jeden Fall der Song, den ich wahrscheinlich am meisten gehört habe von dem Album. Also von den Singles, die vorher rauskommen. Deswegen ist von mir eine glatte 10 von 10. Boynumdaki chain, yeni roly plane. Beyaz yara kara, money on my brain. Boynumdaki Chain, yeni Rolly Plane, das gibt von mir 9 von 10 Punkte. Biz bütün gang Taliban, emekler bellidir terimden, gelemem fake. Valla Spaß, valla Spaß. Dieser Song, Ter, auch von mir, auf jeden Fall feier ich. Finde ich geil. Fühle ich zu 100%. Zu 99%. Deswegen von mir 9 von 10 Punkte. Söz ist halt auch so ein Lied, was in die Richtung von Bisonaki Hayatında Gel und Eier zum Beispiel geht. Deswegen, diese Richtung von den beiden feiere ich einfach. Also ich finde, das ist genau deren Ding, finde ich, meiner Meinung nach. Deswegen gibt es von mir auch dafür
9 von 10 Punkte. Das war's auf jeden Fall mit dem Album. Das Album ist ein geiles Album geworden. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass viele Songs, die richtig knallen, schon vorher draußen waren. Von den 9 sind vielleicht ein oder zwei dabei, die ich safe in meine Playlist reinhauen würde. Trotzdem ein geiles Album, ein geiles Projekt auf jeden Fall. Props an die beiden. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, welches euer Lieblingssong war. Checkt auf jeden Fall das Album an. Dicker, dicker Support an die beiden. Und ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, ein schönes Wochenende. Abonniert bitte den Kanal, um mich zu unterstützen. Und passt auf euch auf, Digga, Mann.